Gazastadt heute Nachmittag. Die Raketenangriffe auf das dicht besiedelte Gebiet dauern an. Vielerorts zerstörte Häuser und Wohnungen. Erneut hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu begeben. Die Hamas wird versuchen, euch aufzuhalten. Wir haben es für euch möglich gemacht, in den Süden zu gehen. Folgen Sie diesem Aufruf. Die Bedingungen dort sind annehmbar. An der Grenze zum Gazastreifen bringt sich die israelische Armee weiter in Stellung. Ein Sprecher erklärte, man bereite einen Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land aus vor. Wann die erwartete Bodenoffensive beginnen soll, ist unklar. Erstmals wurden heute auch Bilder des Kriegskabinetts um Premierminister Netanyahu veröffentlicht. Währenddessen feuert auch die Hamas weiter auf Israel. Nicht alle der Raketen werden durch das Abwehrsystem Iron Dome abgefangen. Besonders gefährdet sind Städte in der Nähe des Gazastreifens, schwere Schäden hier in Aschkelon. In Sderot wurde die freiwillige Evakuierung angeboten. Warum verlassen Sie Sderot? Wegen der Terroristen, ganz besonders wegen der Terroristen. Auch im Norden Israels nehmen die Spannungen zu. An der Grenze zum Libanon rüstet die Armee auf. Vorbereitungen auf einen größeren Angriff der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz, der möglicherweise bevorsteht. In der Region wurde eine 4 Kilometer breite Sperrzone errichtet.